eine automatische Softwarezuweisung gab, die nicht stimmig war. Das Problem ist gelöst, konnte sofort gelöst werden. Das war ein Versehen, aber das war, das muss man klar sagen, keine Absicht. Hier war nicht die Absicht dahinter, dass man quasi den Ungeimpften einen größeren Teil der Pandemie zuschiebt, als also belegt werden konnte. Also das war schlicht und ergreifend ein Fehler in dem System und der ist sofort behoben worden.